Also wenn irgendjemand über die Stiege fliegt und da war beispielsweise kein Handlauf, weil das ein altes Gebäude ist, ist der Eigentümer dran, oder? Das kann sein. Das muss nicht sein, aber die Judikatur hat sich in diese Richtung entwickelt. Es gibt auch Fälle, wo das nicht der Fall war, also wo jemand dann freigesprochen worden ist. Aber wenn du das Risiko nicht eingehen willst, und das, warum sollte man das zum Beispiel als Geschäftsführer eines Unternehmens machen, dann wird man sehr wohl da investieren, wird versuchen zu investieren. Oder wenn es im Extremfall, wird man das Gebäude nicht mehr nutzen. Und das ist bei historischen Gebäuden dann tatsächlich ein Problem. Wenn sie keine Nutzung für das Gebäude finden, wird es früher oder später verfallen und weg sein. Was auf jeden Fall ist, es fehlen Arbeitsplätze, weil wir könnten, oder es werden keine Arbeitsplätze geschaffen durch diese Entgang an Bauleistungen. Und mir hat zum Beispiel einer erzählt, ein Unternehmer, eine Organisation, die sehr viele historische Gebäude zum Beispiel hat, dass sie 15% der Projekte gar nicht realisiert, weil einfach das Haftungsrisiko zu hoch ist.